Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge von eurer Gameplayerin. Ja, in der letzten Folge haben wir ja gesagt, wir treffen uns am Gasthaus wieder und da sind wir nun. Denn das hinter uns ist das Gasthaus und das ist Ahnenseide, die ich auf jeden Fall mal eben schnell mitnehmen Was habt ihr muss. denn damit vor? Ja, was habe ich wohl mit Ahnenseide vor, Basti? Das kannst du mir dann demnächst in Ruhe mal erklären. Da kümmern wir uns aber jetzt nicht drum. Sie haben sich gegenseitig zerfetzt vor meinen Augen. Bleib drin. Bleib zusammen. Wir werden uns hier umkümmern. Ja. Mit wem muss ich denn jetzt reden? Hallo? Ach so, da ist sie. Ach. Diese Leute, sie sind aus Kartwacht. Sie könnten alles sein, was von der Stadt noch übrig ist. Was ist mit Kartwacht geschehen? Es heißt, es war ein Sturm. Mächtig, verheerend. Er verschlang die ganze Stadt. Es muss ein Gramsturm gewesen sein. Das ist die einzige Erklärung. Es könnte weitere Überlebende geben. Vielleicht sogar Jarl Olfen. Wir müssen alles durchsuchen. Verstanden. Betreten wir Kartwacht. Beeilen wir uns. Jeder Augenblick, den wir verschwenden, könnte über Leben und Tod entscheiden. Ja, dann komm. Los, los. Hopp, hopp. So, der Gramsturm ist schon mal da, wie ich sehe, aber wo müssen wir hin? Da oben. Ah, da hinten. Okay. Ihr seid dem Hügelgrab entkommen. Sei es drum. Dieses Mal ernten wir alle grauenselig. Schade, dass ihr so spät kommt. Was ist mit dem Hügelgrab? Da kommen sie. Ja, ich soll ja was untersuchen, aber ich weiß nicht genau wo. Jetzt ist es doch wieder hinter mir. Muss ich vielleicht mit denen kämpfen? So. Entschuldigung, ich hab gedacht, du bist ein Gegner. Was soll ich denn hier machen, Leute? Steht nur, ich soll es untersuchen, aber. Hallo, Leute. Untersuchen heißt nicht, dass ich hier alle kaputt machen soll. Was ist denn mit euch hier vorne? Da kommen sie. Schützt das graue Reliquiar mit eurem Leben. Wie redet denn ihr überhaupt? Einen Augenblick. Unterhalten wir uns da drüben. Echt jetzt? Da muss man erstmal dreimal dran vorbeigeritten sein, damit man versteht, was man machen muss. Oh. Vor allem hat mir der Pfeil immer da hinten irgendwie angezeigt. Ihr Götter! Diente all dieses Sterben einem finsteren Zweck? Hallo? Entschuldigt. Ich schätze, ich bin noch nicht ganz ans Kämpfen gewöhnt. Aber diese Urne, das graue Reliquiar, die Hexe wollte es unbedingt beschützen. Es mitnehmen. Sie sagte etwas über unsere Lebensenergie. Oh, ihr Götter. Ich glaube, ich weiß, was sie bewirken. Sagt mir, was er meint, herausgefunden zu haben. Denkt daran, was die Hexe sagte, als wir uns der Stadt näherten. Dieses Mal werden wir alle grauen Reliquiare ernten, sagte sie. Und dass unsere Lebensenergie perfekt in die Urnen gepasst hätte. Ich glaube, dass der Gramsturm Lebensenergie stiehlt und sie in die Reliquiare steckt. Also, was wollt ihr tun, Prinzessin? Wenn der Jarl noch lebt, kann sie sich auch noch ein Weilchen länger um sich selbst kümmern. Die Hexe hat noch nicht alle Reliquiare eingesammelt. Ich würde sagen, wir versuchen, sie vor ihr zu erreichen und zu zerstören. Ich werde diese Horker nicht von der Vernichtung Kartwachts profitieren lassen. Alles klar. Zerstören wir alle grauen Reliquiare, die wir finden können. Oh mein Gott. Ja, und weshalb der Basti eben was gesagt hatte, von wegen Habt ihr Hallöchen, etwas das war natürlich gefunden? dieser Sack hier. So. Was? Gram und Holde irgendwie stinkt nach Tod, habe ich gerade nur verstanden. Da ist noch mal so einer. So.
Könnt ihr vielleicht alle mal zusammenkommen? Ich drücke hier die ganze Zeit auf E und nichts passiert. So, jetzt müssen wir mal eben schauen. Ist das... Ne, eins müsste direkt noch vor uns sein. Das müsste dann hier oben sein, denke ich mal. Ja, da waren wir ja schon mal. So lange her. Die Reliquiare zu zerbrechen, wird meine Leute nicht zurückbringen. Aber das gilt auch für die graue Schar. So, und dann müssten wir theoretisch hier oben noch einen haben, genau. Ihr konntet den Gramsturm nicht aufhalten und ihr könnt meine Schwester... Schwester ist tot, Schwester hat nichts mehr zu melden. Das wäre erledigt. Sehen wir nach dem Jarl. Ihre Halle ist gleich den Hügel rauf. Okay. Das heißt, wir gehen irgendwie geradeaus. Ach so, die große Halle da hinten wahrscheinlich. Ich muss dazu sagen, ach so, ich komme ja gar nicht hoch. Ich muss dazu sagen, entschuldigt, dass ich mal wieder etwas verpeilt bin. Da oben ist noch was, was wir noch mitnehmen müssen. Ich hatte heute allerdings nur 3,5 Stunden Schlaf heute Nacht, weil ich noch einiges machen musste und vorbereiten musste und auch wegen Palworld noch einiges gemacht, getan und geklärt haben musste. Dementsprechend bin ich jetzt etwas K.O. und vielleicht auch etwas unkonzentriert. Über Gramstürme. Könnt ihr euch gerne durchlesen, wenn ihr möchtet. Ich werde es nicht tun. Bleibt zurück! Zwingt mich nicht! Oh, ihr seid keine von den Hexen oder ihren Monstern. Nein, sind wir nicht. Ich dachte, das wäre mein Ende. Ich habe kaum noch Kraft, um auch nur einen lauen Sommerwind heraufzubeschwören. Augenblick mal. Ist das Prinzessin Svana? Svana und ich sind hier, um zu helfen. Sagt mir, wer ihr seid und was geschehen ist. Ich bin Magistra Fridelia. Ich diene Jarl Olfven als Hofmagierin. Ich habe die Hexen, Vampire und diese verrückten Dorfbewohner abgewehrt, nachdem das Chaos begann. Es gab einen Sturm, auf jeden Fall magischer Natur. Er brachte unsere eigenen Leute gegen uns auf. Was ist mit Jarl Olfven? Lebt sie noch? Ich bin mir nicht sicher. Ich habe den Jarl in den Keller geschickt, als der Sturm begann. Als ich noch dachte, es wäre nur ein schlimmer Orkan. Bitte, geht nach unten. Sorgt dafür, dass der Jarl sicher ist. Karthalt ist ohne sie verloren. Ich werde versuchen, Jarl Olfven zu finden. Im Keller. Jarl Olfven ist im Keller. Ja, ja. Seht nach, ob es ihr gut geht. Ich habe ja schon verstanden. Ich wollte nur gucken, ob es hier was zu lesen gibt. So. Ich schätze, der geht's nicht so gut. Jarl Olfven! Nein! Ich brauche frische Luft. Bitte, werf die Krone von Karthalt. Sie können sie nicht hier unten lassen. Ja, schnapp du mal frische Luft, während ich hier gerade am Kämpfen bin. Kein Thema. Machen wir. So. Dann schnappen wir uns hier direkt nochmal ein paar Sachen. Die brauchen die ja nicht mehr, ne? Ist ja eh alles verwandelt jetzt. So, und dann einmal raus. Nee, halt, stopp. Ne? Ich wollte gerade sagen, ich dachte, die Krone habe ich automatisch genommen. So, jetzt darf ich raus. Basti, komm. Es tut mir leid, Fridelia. Jarl Olfven, sie ist... Ich habe ihre Krone. Das ist die Krone von Karthalt. Jarl Olfven ist also tot. Ich habe sie im Stich gelassen. Ihr habt alles getan, was ihr konntet. Ich frage mich, warum der Gramsturm bei euch keine Wirkung hatte. Gramsturm? Nennt man so, was hier geschehen ist? Warum ich mich nicht in ein Ungeheuer verwandelt habe, ist ein Miss... Halt! Die Soldaten des Jarltums breiten vor einigen Tagen auf Späher der Regmannen. Sie haben diese Medaillons mitgebracht, die Späher getragen haben. Ein Medaillon des Eiskapp-Zirkels. Ich habe sie schon mal gesehen. Ihr hattet das die ganze Zeit bei euch? Ja, ich bereitete mich gerade darauf vor, die Zauber zu untersuchen, die ich darauf entdeckt hatte, als der Gramsturm losbrach.
Ich muss es wohl eingesteckt haben, ohne darüber nachzudenken. Könnte es eine Art Schutz gegen den Sturm bieten? Es wäre durchaus möglich. Wir könnten dieses Wissen nutzen, um das Königreich zu schützen. Klingt jetzt nicht so begeistert. Tatwacht ist gefallen. Keine Bewohner. Kein Jarl. Der Sitz des gesamten Jarltums. Zerstört. Einfach so. Ich muss meinen Vater dazu bringen, endlich zu handeln. Was sollen wir jetzt machen, Svana? Ich muss zurück ins Immerschnee und die Überlebenden nach Einsamkeit bringen, wo sie sicher sein werden. Zumindest so sicher, wie es derzeit überhaupt möglich ist. Anschließend muss ich mit meinem Vater sprechen. Ich werde ihn verdammt nochmal irgendwie dazu bringen, mir zuzuhören. Was kann ich für euch tun? Kehrt nach Einsamkeit zurück. Sucht Lyris und trefft mich am Blauen Palast. Ich habe einen Raum, den wir nutzen können. Wir müssen uns einen Plan zurechtlegen. Irgendetwas, was mir helfen wird, meinen Vater zum Handeln zu bringen. Ich suche Lyris und wir treffen uns am Blauen Palast. Keine Reden? Nichts? Na gut. Dann suchen wir jetzt mal Lyris. Magistra Fridelia. Ah! Ich liebe Städte. Die unhöflichen Leute. Ja, Basti, halt doch einfach ein einziges Mal die Klappe, wenn wir irgendwo angekommen sind. Ist komisch, dass ich das tröstlich finde? Lyris. Passenderweise ist sie nämlich direkt schon hier. Ach, sie sind schlimmer als Trunkenbolde, wenn die Methalle zumacht. Psst. Verhöhnt die Verfluchten nicht. Sie werden uns alle verfluchen. Die sind schon verflucht. Die können niemanden mehr verfluchen. Lyris. Es freut mich zu sehen, dass ihr wohl auf seid. Angesichts all der Gramvollen, die sie in die Stadt bringen, machte ich mir schon Sorgen. Was machen sie mit den Gramvollen? Sie bringen sie in den Tempel der Göttlichen im Kastell Trutz. Ich schätze, es ist der einzige Ort, an dem man sich um sie in diesem Zustand kümmern kann. Dann nimmt Großkönig Svagrim unsere Warnung endlich ernst? Jarl Reddan redet auf ihn ein, seit er den Blauen Palast betreten hat. Gelebte Nordpolitik ist ein wahrhaft bestaunenswertes Wunder. Nur eine Stufe unter einer Kneipenschlägerei. Ich bin etwas enttäuscht, dass nicht die Fäuste flogen. Doch am Ende hat sich alles geregelt. Wir haben Kartwach zu spät erreicht. Es war bereits durch einen Gramsturm verwüstet worden. Verdammt nochmal! Das hatte ich befürchtet. Uns läuft die Zeit davon und wir verstehen immer noch nicht, was uns da draußen erwartet. Hey, wo ist die Prinzessin? Sagt mir nicht, dass ihr Svana in Kartwach verloren habt. Svana geht es gut. Sie wollte uns in den Gemächern im Blauen Palast treffen. Hui. Jetzt höre ich erst, wie das klingt. Ja. Gut. Attentäter versuchten, den Großkönig zu töten. Sie haben Königin Jahild ermordet. Unser armer König ist sicher am Boden zerstört. Das ist auch richtig. Und wir alle mit. Weil wir diesen schlecht bezahlten Job machen müssen. Nein, Quatsch. Die Gemächer. Ich denke mal, die sind irgendwo oben, oder? Bei meinem Glück sind sie jetzt unten. Nein, die sind doch oben. Hallöchen, Prinzessin. Ich komme. Die Svana, die ich kenne, würde all diese Sorgen zurücklassen. Kommt mit zurück in den Troll und lasst die Königlichen königlich sein. Ich bin Königlich Mauk. Es wird Zeit, dass ich mich auch so benehme. Da hat sie nicht ganz Unrecht. Willkommen in den Gemächern der Prinzessin, meine Freundin. Ich erinnere mich nicht an das letzte Mal, als ich hier mehr als nur ein paar kurze Augenblicke verbracht habe. Auf jeden Fall sind Jarl Reddan und Magistra Fridelia hier und reden mit meinem Vater. Danke für die Hilfe in den Jarltümern. Wir konnten Kartwacht nicht retten. Nein, aber wir haben Mortal gerettet und den Zirkel daran gehindert, die grauen Reliquiare aus Kartwach zu holen. Und wir haben die Führer der Jarltümer zusammengebracht. All das ist wichtig. Nehmt das. Mein königliches Taschengold. Ich wollte ohnehin nur Wein davon kaufen. Ihr werdet eine bessere Verwendung dafür finden. Ja, und wir haben einen versteckten Tor so vom Set Ewiger Elan erhalten. Bei unserer Rückkehr stellten wir fest, dass mein Vater endlich etwas gegen die Bedrohung durch den Zirkel unternimmt. Doch das reicht nicht. Zusätzliche Patrouillen und ein Zusammentreiben der Gramvollen mag ja schön und gut sein. Doch was wir wirklich brauchen, ist eine Verteidigung gegen die Gramstürme.
Was ist mit den Medaillons des Eiskapzirkels? Sie schienen Fridelia in Karkwach zu beschützen. Unglücklicherweise haben wir nur wenige Medaillons bergen können. Und Magistra Fridelia hat nicht ermitteln können, welche Verzauberung die Medaillons nutzen, um ihren Trägern Schutz zu bieten. Wir brauchen eine andere Lösung. Lyris und ich kennen eine Art Gelehrten, der versucht, das Gramsturm-Ritual zu verstehen. Ja, Lyris erwähnte das. Zufälligerweise kam gerade eine Botin aus Dämmerdorf mit einer Nachricht für euch. Ich habe noch nie von dem Ort gehört, doch die Botin meinte, die Nachricht stamme von jemandem namens Fenn. Ist das euer Gelehrter? Lest die Nachricht und dann lasst uns sehen, ob er uns helfen wird. Ich werde Fenorians Nachricht lesen. Nehmt die Nachricht vom Tisch. Dann versucht Fenn zu überzeugen, sich uns anzuschließen. Vielleicht können wir mit seiner Hilfe eine Verteidigung gegen die Stürme entwickeln. Ich werde hierbleiben und weiter meinen Vater belästigen, bis er dieser Bedrohung die Aufmerksamkeit widmet, die sie verdient. Zumindest hat sie ein kämpferisches Herz, das ist doch schon mal schön. Wie werdet ihr euren Vater dazu bringen, euch zuzuhören? Ihr habt vergessen, dass ich jetzt Hilfe habe. Mein Vater mag mich ignorieren. Doch einen Jarl und eine Hofmagierin einfach so abzuweisen, wird schwerer. Es ist schon ironisch. Ich hätte gedacht, er freut sich, wenn ich endlich Interesse an Politik entwickle. Aber die Mutter wäre auf jeden Fall stolz auf sie. Vielleicht könnt ihr euch ihm so beweisen. Seine Anerkennung ist mir gleich, doch ich würde mir gern seinen Respekt verdienen. Seit dem Tod meiner Mutter haben wir beide hart arbeiten müssen, um unser Königreich zu bewahren. Es wird leichter, wenn wir lernen, irgendwie miteinander auszukommen. Ja, das ist wohl wahr. Okay, das... Ach nee, das ist die Hofmagierin. Wer ist denn jetzt... Achso, die mit der Nachricht ist weg. Ist es nur noch die Nachricht da? Meine Freunde, weitere Zusammenarbeit mit der alten Mjorlin führte zu einer Entdeckung, die verspricht, das gesamte Mysterium zu entwirren, das uns bisher Rätsel aufgibt. Aus diesem Grund kehrte ich zur Bergbausiedlung zurück, die man Dämmerdorf nennt. Für den Fall, dass ihr meine Dienste weiterhin benötigt, ich habe mir ein Gebäude an der Südseite als Unterkunft gesichert. Nee, er trinkt ja kein Blut. Wer es gesichert, kam mir zu cool rüber. Ich schreibe erneut, falls die Spur Früchte trägt. Fenorian. Ich wollte gerade sagen, ich werde doch bestimmt noch mit Lyris reden. Dämmerdorf? Ich frage mich, was Fenn gefunden hat, was ihn wieder dort hinunterführte. Gibt seine Nachricht irgendeinen Hinweis darauf, wo wir ihn finden können? Die Siedlung ist nicht groß, aber auch nicht wirklich klein. Laut Fenorians Nachricht hat er sich eine Unterkunft auf der Südseite gesichert. Nun, das ist ein Anfang. Wisst ihr, ich hätte mir nie erträumt, einmal mit einem Vampir zusammenzuarbeiten. Ganz zu schweigen von einem, den ich respektiere. Bei all den Blutsaugern, die wir schon töten mussten, ist es gut, auch einmal die andere Seite zu sehen. Fenn ist anders. Ja, irgendwie schon. Das ist er auf jeden Fall. Ziehen wir los und suchen Fenorian. Geht ihr vor. Ich muss meine Axt schärfen, bevor wir wieder nach Schwarzweite gehen. Ich hole euch in Dämmerdorf ein. In Ordnung, ich treffe euch dort. Ja, dann bleibt mir eigentlich nichts anderes übrig, als euch etwas zu vertrösten. Weil wir machen nämlich hier einen kleinen Cut und wir sehen uns dann am Zielort in der nächsten Folge wieder. Bis zur nächsten Folge. Ciao. Vielen Dank für dein Like. Wenn du mehr davon sehen möchtest, dann darfst du mich auch gerne abonnieren.